Willkommen zurück zu einer neuen Folge XCOM 2. Wir sind hier dabei, eine Geheimeinrichtung zu infiltrieren. Ich weiß gar nicht. Wir sollen sie auf jeden Fall zerstören. Stimmt. Links oben steht zerstören. Denn wir sollen mal wieder den Sprengsatz hier platzieren. Im Moment ist unsere Truppe aber ein bisschen über die Karte verstreut. Hier hinten haben wir noch Bridget. Die hole ich jetzt erstmal ran. Gucken wir mal, wie weit sie kommt. Und dann sehen wir weiter. In Ordnung! Ich versuche noch ein bisschen zu raten, wo jetzt der nächste Gegner ist. In der letzten Folge hat Alex hier ja schon alles dem Erdboden gleich gemacht. Sehr erfolgreich. Und ja, wo könnte denn der Gegner sein? Ricardo hat die lustige Fähigkeit, das alles aufzudecken. Und ich denke, er geht auch mal nach vorne. Was ist da drüben? Kein Sektopod offensichtlich. Genau. Und wir haben es sogar zweimal. Echt? Ja. Ah ja. Gremlin Mark 3, ne? Genau. Dann machen wir das erstmal einmal. Vielleicht sehen wir ja den Sektopoden. Eigentlich hört man den auch im Hintergrund. Also, der war jetzt noch nicht da. Aber da hinten ist ein... Da steht er auf dem Dach, oder was? Gucken wir uns das nochmal an hier. Ist das ja der Sektopod? Ja, ne? Genau, ist aber glaube ich nicht das Dach. Ich glaube, es ist hier... das ist das Dach. Echt? Tatsächlich, das ist glaube ich der erste Stock, ne? Mhm. Genau, man kann hier mit der Treppe hochlaufen und ihm dann Hallo sagen. Der kommt vermutlich, wenn wir hier drin sind, einfach hier durch die Wand gelaufen. Fängt an, auf alles zu schießen, was sich bewegt. Zusammen mit seinem Kumpel, der ein... Elite-Soldat? Elite-Soldat ist mit 8 Lebenspunkten, das ist... nicht so viel. Den Sektopoden nehmen wir natürlich sehr ernst, aber der hat viel zu wenig Energiepunkte. Hat er immer nur 8? Ich hatte den irgendwie in Erinnerung als 20 oder so. Ja, ich dachte auch. Ja, oder 15. Genau, irgendwas mit über 10. Weiß nicht, was hier noch rumläuft. Komisch. Egal. Vielleicht sind da auch zwei kleine Gegner und der Sektopod hat noch keine Energieanzeige gekriegt. Ja, das kann gut sein. Es fehlen ja auch noch 3 Gegner von den 8. Genau, wir wurden aber schon aufgedeckt, das heißt, alle Leute, die nicht verborgen sind, also alle, müssen ein bisschen aufpassen. Die Leute schießen ja auch gerne durch die Fenster durch. Bin gerade nicht sicher, wo wir hinlaufen. Geh mal dahin. Okay, bin unterwegs. Wo ist eigentlich die Tür? Da, ne? Die nehmen wir vor. Ja, durchs Fenster können wir nicht, oder? Also jedenfalls nicht ohne eine Granate dafür zu opfern, glaube ich. Ja. Aber wir können uns wieder alle Zeit der Welt lassen im Moment quasi. Die Gegner wissen nicht genau, wo wir sind. Genau, ich versuche mal durchs Fenster zu laufen. Das funktioniert nicht so gut. Ich weiß allerdings auch nicht, wann dieser rote Nachschubpunkt kommt. Ob der einfach nach Ablauf von 6 Runden kommt oder nach X4 Ladungen sind platziert oder was immer davon zuerst kommt oder so. Ja. Ich weiß nicht mehr, wie das war mit der Evakuierungszone. Setzen wir uns die selbst? Nee, ne? Die setzen wir uns in dieser Mission vermutlich selbst, denn es gibt noch keine. Ja. Stimmt. Jawohl! Ja, ich bin noch nicht ganz sicher, ob wir übers Dach gehen. Wir müssen uns sicherlich mit den Gegnern auseinandersetzen. Oh, du musst nachladen mit Fabrizio. Oh ja. Danke. Bereit für den Angriff! Ja. Muss man Zukunftswaffen eigentlich überhaupt noch nachladen? Du hast, wenn du ein Feld davor bist, genau, da hast du noch einen. Bin Waffen auf dem Weg! Das sind ja so Zukunftswaffen irgendwie so. Gebiet. Ganz futuristisch. Wieso muss man die eigentlich noch nachladen? Okay, die Gegner sind wieder weg. Vermutlich stehen die da noch. Oder patrouillieren. Joa. Hauptsächlich nachladen, ne? Und sie hat aber kostenloses Nachladen. Mhm. Aber eine Abschusszone wird im Moment nicht möglich sein, oder? Mit ihr? Naja. Ich glaube nicht in einer sinnvollen Art und Weise. Wie weit kann die denn laufen? Wow. Zweimal durchs Bild. Oder anderthalb Mal. Kann sie sich schon hochhaken? Das wäre natürlich sehr praktisch. Nicht von hier, aber wenn du ein Stück rangehst, wahrscheinlich schon.
Ja. Den nehmen wir mal ein Stück ran. Ich gehe schon. Rücke vor. So, der Haken? Da. Mal schauen. Ah ja. Ich glaube nicht, dass wir schon gesehen werden. Ich würde es mal wagen. Ist das okay? Ja. Werfe Haken. Zur Not. Ach nee, von hier kannst du sie wahrscheinlich gar nicht inspirieren. Ach so, inspirieren ist sowieso gerade auf Cooldown oder sowas. Ja, okay, na gut. Sporte los! Das kann man also nicht jede Runde machen. Ja, wie ist denn der Plan jetzt eigentlich? Willst du erst aufs Dach gehen und vom Dach aus die Gegner hinterm Haus besiegen? Oder willst du reingehen, die X4-Ladungen platzieren und dann irgendwie die Gegner oder wie auch immer? Im Moment suche ich noch nach einer guten Feuerschutzposition. Ich würde denken, dass wenn wir mit einer Person reingehen und die Ladungen platzieren, dass dann vielleicht der Gegner getriggert wird. Mhm. Wenn nicht, ist auch okay, aber dann gehen wir einfach wieder raus. Ja. Aber wenn er getriggert wird irgendwie, dann sollten wir in einer guten Feuerschutzposition sein. Mhm. Und ich würde raten, dass das entweder im Haus ist, vielleicht hier hinten irgendwie, oh, damit wir dann hier durch nach oben schießen können. Ja. Weil da ja die Gegner sind, genau, hier so durch. Oder dass das von hier ist, von links. Mhm. Oder es ist hier oben auf dem Dach. Wobei man eben, schätze ich mal, wenn man hier zum Beispiel steht, noch nicht sehen kann. Ja. Aber es könnte auch gut sein, dass wir uns, wenn wir dahin bewegen, dass der Sektorpot uns einfach schon abschießt. Manchmal gucken die ja auch so komisch hier über die Kante. Ja, und dann man kann ja auch manchmal irgendwie durch die zwei Häuser durchschießen. Genau, also es ist sehr riskant, mit Bridget jetzt noch weiter nach vorne zu gehen. Ich würde jetzt die anderen aufschließen lassen und nachladen. Hauptsächlich. Ich weiß gar nicht, wo die an. Sind die jetzt alle schon da? Ich glaube, es sind alle da, oder? Ja, genau. Fünf unten, einer oben. Ja, die Frage. Song Hong blockiert gerade die Leiter, der sollte auf jeden Fall schon mal hochgehen oder eben weggehen. Was auch immer. Er kann ja mal hier hingehen. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Er kann halt auch nicht da durchschießen, ne? Es gibt keine Luke oder so, durch die er nach unten schießen kann. Wobei hier mir vielleicht noch gerade so. Das Schlaue ist, ihn nach oben zu bewegen. Kann er sich eigentlich wieder verbergen? Nee, das geht nur einmal. Pro Runde. Okay. Naja. Tja, was meinst du denn, Alex? Ich würde sagen, Garcia soll die X4-Ladungen platzieren, weil er dann ganz vorne steht und falls der Sektopod kommt, kann man den vielleicht hacken. Mhm. Ansonsten lass Song Hong unten. Ich finde das von im Haus besser als von auf dem Haus. Okay. Na gut, dann platzieren wir die Leute mal schon mal in Schussposition. Die können ja um die Ecke gucken. Hoffe ich. Genau, Garcia stellt sich hier vor. Bin dabei! Zombie ist auch irgendwo. Okay, bin unterwegs. Sie macht gar nichts anscheinend. Das ist halt schwierig, wo soll sie hin, ne? Ja. Oder willst du mit ihr doch wieder nach unten? Ja, vielleicht. Zu Befehl. Geht sie halt wieder runter. Die Oben-Strategie machen wir jetzt doch nicht. Ist in Ordnung. So. Nur noch Song Hong. Dann gehen wir nächste Runde rein und platzieren das. Ich hoffe, das klappt noch mit der Bewegung. Sollte klappen auch für Garcia. Gut. Ausnahmsweise mal Feuerschutz. Bestätigt. Aktivität ganz in der Nähe. Bin dabei. Position. Okay, Garcia fängt an. Tür öffnen. Du kannst einfach reinlaufen, glaube ich. Irgendwie ist Tür öffnen nicht anwählbar. Obwohl, oder? Weiß ich nicht, aber du kannst einfach reingehen, der macht die dann auf. Muss hier hinlaufen, ne? Ja. So. Geht in Ordnung.
Das ist sogar cool, du kannst in der Runde dann ja auch noch die Ladung platzieren jetzt. Ja, und dann mache ich inspirieren und er kommt zurück. Ich glaube, du konntest das gerade auch aus der Distanz mit dem Gremlin machen. Also ah, dieses stimmt, Icon ja. War zumindest gerade aushebbar. Ah, das stimmt. War allerdings nicht grün. Egal, ich mache das schon mal. Ja. Ich hätte auch Feuerschutz vorher machen können, aber ich glaube, jetzt ist der Zug schon abgefahren mit Feuerschutz. Minus 1,5, Status kann sich wieder rausbewegen. X4-Ladungen sind scharf. Begeben Sie sich. Schaffst du es da, die Abschusszone, die Abholzone hinzumachen, wo das Feld ist, dass sie da drauf ist? Dann könntest du jetzt noch raus mit allen. Ja, das stimmt. Wie geht das nochmal? Ja, da draufklicken. Und dann aussuchen. Ja, so. Dann ist das Feld doch drin, oder? Und alle anderen kommen da auch rein. Ja, okay. Fahre Notfall-Evakuierung an! Ja. Das war's jetzt? Wenn du da jetzt reingehst? Ah, ist ja cool. Wenn es sein muss. Wir können ihn ja also ich muss jetzt nicht unbedingt noch sehen, wie wir die anderen über den Haufen schießen. Wenn wir jetzt rauskommen und fertig sind, ist doch perfekt. Ich hau ab! Das ist ja selten. Das hatten wir, glaube ich, noch nie, dass wir einfach rein und wieder raus. Das hatten wir, glaube ich, noch nie, echt. Nee. Also Wahnsinn. Genau, nur nicht den Gegner triggern irgendwie. Bin unterwegs. Das eine Feld ist sicher, das wissen wir. Und selbst wenn, ich meine, wir können ja rausgehen. Die schießen ja nicht, wenn wir sie triggern. Ja, das stimmt. Wobei, Feuerschutz haben die manchmal aktiviert. Haben wir schon gesehen. Bin dabei. Ja, stimmt. Wir haben gar keine Items eingesammelt, ne? Macht nichts. Macht nichts, ne? Also, was ist da drüben? Wenn wir jetzt garantiert unverletzt hier rauskommen, ist das besser als gegebenenfalls noch Items und so, aber vielleicht auch Verletzungen. Ja. Schon unterwegs. Pack mir die Sachen. Schon unterwegs. So, keine Geisel vergessen oder so? Oder wie war das? VIP oder so vergessen? Nein, okay. Genau rechtzeitig. Sonst müsste Fabrizio jetzt nochmal los und den holen. Minus 1,5, Status alleine. Bestätigt, X4-Ladungen detonieren. Alleine, ja. Ja, zur Not muss er alleine los. Das ist dann so. Er schafft das schon. 6 von 9 Gegnern, aber makellos in 6 Runden. Ich fand, die war jetzt nicht schwer, so wie angekündigt. Nee. Wobei wir auch also ein bisschen ja. Glück, glaube ich, hatten mit den ganzen Treffern und so. Und die Gegnerpositionen waren auch sehr so, dass wir das schnell machen konnten alles. Ja. Durchschnittsschaden pro Angriff, 11,22. Song Hong ist wieder dabei. Wer ist der Beste? Song Hong, Song Hong. Das ist schon ganz schön viel, ne? Es ist richtig viel. Über 10. Ja, super, das hat ja geklappt. Dann haben wir auch die Alien-Geheimeinrichtung besiegt und jetzt haben wir ja die ganze Karte aufgedeckt, die ganze Weltkarte. Können jetzt überhaupt noch neue Einrichtungen kommen? Ich glaube ja, die kommen dann da, wo wir das schon kennen. Okay. Na gut. Es sei denn, wir vernichten Advent, bevor sie eine weitere Geheimeinrichtung bauen können. Ja, mal gucken, was jetzt als nächstes ansteht. Wir können natürlich irgendwie Vorräte sammeln, 7 Tage lang oder sowas, ne? Aber wir müssen jetzt ein bisschen warten, bis das psionische Tor erforscht ist. Ja. Ja. Was kriegen wir denn als Belohnung jetzt hier? Kriegen wir ein bisschen Kohle? Vielleicht ein paar Vorräte? Das wäre ja praktisch, um nochmal ein paar Funkrelais zu bauen. Ja. Das stimmt. Ich habe nie an Ihren Fähigkeiten gezweifelt, Commander. Gute Arbeit, wie immer. Keine Beförderung? Ja, gut. Ach, das sind schon alle Kernels, ne? Ja. Codex hier. Wow, ein Codex. 2 Codex hier. Das ist alles, was wir geborgen haben. Die Zerstörung der Alien-Einrichtung wirft die Fortschritte der Aliens beim Avatar-Projekt sicher stark zurück. Zumindest für den Moment. Gut gemacht, Commander. Sehr gut. Guck mal, das reduziert den Fortschritt des Avatar-Projekts. Und verzögert ihn, aber hält ihn nicht komplett auf. Haben wir einen Ingenieur über, der nichts macht? Naja. Aber eigentlich hätte ich gerne noch so eine UFO-Mission mit Geschütztürmen dann dabei, aber ich will es auch nicht riskieren, noch eine zu starten. Wie auch immer das geht, ne? Naja. Okay, dann würde ich sagen, wir brauchen im Moment Vorräte. Wir haben ansonsten noch, ich weiß nicht, 7 Tage zu warten oder 8 Tage immer noch. Na, von mir aus. Dann versuchen wir mal an Vorräte zu kommen. Ich meine, im Zweifelsfall machst du die Vorräte-Sammelmission. Genau.
die 7 Tage dauert. Die ist ja direkt nebenan. Und das einzige richtig sinnvoll aussehbare. Was haben wir denn hier? Ach, da bauen wir gerade ein Funkrelais. Ha. Ja, mach doch die Vorrätemission 7 Tage, das ist doch okay. 110 Vorräte gibt es. Aber wenn wir das Funkrelais schon bauen, dann haben wir das Geld ja schon ausgegeben und wir können unser Einkommen noch verbessern. Wenn wir jetzt 7 Tage lang das machen, dann haben wir das Funkrelais nicht mehr in den Einnahmen mit drin. Ah, ja, okay, dann mach das mal. Oder? Ja. Also ich würde einmal kurz rüberfliegen, mal gucken, ob was in 2 Tagen passiert und dann gehen wir wieder zurück zu den Vorräten. Ja. 110 Vorräte sind das übrigens für 7 Tage. 110 nur. Ja. Okay. Na gut. Ja. Dann geht's hier weiter. Okay, sie ist ein Magus. Das ist unser erster Magus, glaube ich. Und eine neue Fähigkeit. Passiert. Dinge passieren, genau. Ausbildung fortsetzen. Was ist denn das hier? Super. Nehmen wir, oder? Gekauft! Stasis Schild, was ist das denn? Entschuldigung. Stasis kann auf Verbund. Okay. Das heißt, wir können zum Beispiel nach vorne rennen, schießen und dann machen wir Stasis Schild auf ihn. Ja. Und dann ist er betäubt und in unserer nächsten Runde kann er wieder aktiv was machen. Ja. Das ist auch gut. Also vielleicht sowas wie. Das Imitationsgerät bloß hält auf jeden Fall die ganze Runde. Ist die Frage, ob die Gegner dann auch darauf schießen oder ob die Gegner das merken, dass der dann keinen Schaden kriegt, das wissen wir nicht. Aber klingt erstmal gut. Nehme ich das mal. Das verstehe ich. So. Ja, dann ist da wieder alles klar. Wir gucken nochmal nach unserem Punktrelais. Ob wir das noch fertig kriegen. Lang lebe der Widerstand! Aha, sehr schön. Neue Einnahmen. 80 Vorräte. Das ist auch ungefähr so viel wie 110. Gut, dann haben wir... können natürlich irgendeinen Bonus hier kriegen im Widerstandshauptquartier. Ich weiß gar nicht, ob wir da irgendwas Besonderes haben. Ansonsten haben wir nur Vorräte hier. Ja. Nix sonst. Na gut. Das Spiel ist gerade echt gnädig zu uns, wa? Ja, ich habe das Gefühl, dass es dem Ende zugeht. Ich meine, wir haben aber auch die Weltkarte jetzt aufgedeckt. Und so, das zeigt ein bisschen, dass es bald zu Ende ist. Vermutlich. Alles klar, noch ein Magus. Und hier geht's weiter. Wir haben Ermunterung. Der Psi-Soldat wird von einer Aura umgeben, die seine mentalen Beeinträchtigungen und die nahen Truppmitglieder sofort entfernt und oder blockiert. Mhm. Ha. Eigentlich zum Nerven, nicht geil. Was meinst du, Evi? Das mit dem Sprengzünder klingt doch lustig, oder? Ja, das stimmt. Das haben wir jetzt bei den anderen Psi-Soldaten schon. Oder bei dem anderen hatten wir das schon. Ah, okay. Und da hat es bisher immer nichts gebracht, weil die Leichen liegen immer irgendwo, wo nichts los war. Also die haben sich sowieso so weit auseinandergestellt, dass sie mit Granaten ja nicht getroffen werden können. Zumindest mit normalen. Dann, Okay. Und dann bringt eben der Sprengzünder auch nichts, wenn wir den aktivieren. Wobei, es könnte natürlich aber sein, dass die... kann man den nicht aktivieren, auch wenn der noch lebt? Das wäre doch lustig. Das wäre auch lustig, ja. Also... Das stimmt. Ich glaube, das geht auch, wenn die schon leben. Ja, okay. Wenn die noch leben. Dann machen wir das. Hat sich bloß bisher noch nicht angeboten. Ja. Mal gucken, ja. Achso. Dann geht's wieder zur Welt. Verbesserung ansehen. Ich denke mal, da steht irgendwas von Verbesserung. Irgendwas Grünes. Ich will da hinklicken. Da will ich hinklicken. Das ist so... So, ja, wir müssen jetzt ein bisschen warten, bis das... Oh, irgendwas. Ich glaube, wir sind soweit. Okay, Herr der Ringe in Lila. Ich mach's nur ungern. Aber du bist der Einzige, der das tun kann. Du weißt, dass ich es selbst tun würde, wenn ich könnte. Das Tor ist jetzt bereit. Ist das Objekt soweit? Bereit. Ich habe Rover mit den Überresten des Codex-Hirns verdrahtet. Er sollte das gleiche Signal ausstrahlen, mit dem der Codex durch das Tor kam. Sehr gut. Fangen wir an. Was haben die denn vor? Heiliger Bimbam. Wir haben gesehen, wie der Codex einen ähnlichen Riss geöffnet hat. Ihrem Gerät wird nichts passieren. Ich sehe schon, die haben eine unterschiedliche Verbindung zu diesem Rover. Los, wir zeichnen über alle Spektren auf.
daran. Rein, mach ein paar schnelle Messungen und dann wieder zurück. Also sind das jetzt Quicktime-Events, die ich machen muss? Oh oh, Achtung Leute! Ah! Sonst ist Game Over. Sehen Sie das? Es scheint, als würde unser Signal empfangen. Erhöhe Energie. Sieht nicht wie ein Ort aus, an dem wir schon waren. Oder wie irgendein anderer Ort auf der Erde. Vielleicht ist das die Quelle. Sozusagen der Sitz der Macht der Aliens. Über alle physikalischen Grenzen gesichert. Nur ein Weg, das herauszufinden. Los! Wir zählen auf dich. Oh oh, kann das gut gehen? Es hat funktioniert. Es gab einen Moment, als das Gerät zwischen den Orten war. Allerdings fragte das Tor dann nach einer zweiten Signatur, einer organischen Signatur. Als wir die nicht liefern konnten, generierte es eine Art Resonanzimpuls. Offensichtlich. Wenn der Kodex die Tür erzeugt, ist diese organische Signatur der Schlüssel. Wir müssen den richtigen Schlüssel finden, bevor wir es nochmal versuchen. Dass hier nicht mit etwas Organischem passiert. Stimmt. Ich informiere sofort den Commander darüber. Ich dachte, dem kann nichts passieren. Wir sind nun bereit für die Autopsie des mächtigen Wesens, das wir geborgen haben, Commander. Ich spüre, dass wir an der Schwelle zum vollständigen Verständnis dieses Avatars stehen, nachdem wir so lange gestrebt haben. Wieso haben wir danach gestrebt? Wir haben den doch erst seit 2 Tagen im Gepäck. Oder 2 Wochen. Merkwürdig. Okay, also das Tor führt offensichtlich zu der Haupteinrichtung oder so von den Aliens. Und wir brauchen aber noch eine organische Signatur, um da durchzukommen. Die nicht organische haben wir schon, das ist das Codex-Hirn. Jetzt brauchen wir noch eine organische. Und die kriegen wir, wenn wir die Avatar-Autopsie fertig machen oder so vielleicht. Haben wir denn noch was anderes, was wir erforschen können im Forschungszentrums-Ding? Irgendwas war da. Ich arbeite Laufen immer noch an der aktuellen Forschung, Commander. Achso, das Datenpad. Ah, das Datenpad. Aber da sehen wir jetzt auch, es wurde nicht zurückgesetzt. Also wir haben ja schon ein bisschen was davon gemacht. Ja, es ist auch tatsächlich sonst nichts mehr übrig. Wir haben alles erforscht. Ja. Ja, keine Ahnung. Willst du das noch machen oder Avatar? Mir egal. Können wir beides machen? Machen wir beides. Commander, wir haben bereits beträchtliche Ressourcen in das aktuelle Forschungsprojekt gesteckt. Wir können trotzdem zu etwas anderem übergehen, wenn Sie wollen. Hä? Ich glaube... Achso, es gibt Datenspeicher und Datenpad. Ist das was anderes? Achso, läuft jetzt die Datenpad-Entschlüsselung gerade wieder? Ich glaube ja. Also wir sind bei Advent-Datenpad-Entschlüsselung und Alien-Datenspeicher, das ist was anderes. Ja. Na gut. Dann lassen wir es mal laufen erstmal. Ne? Schattenkammer ist ja nichts mehr. Dann holen wir uns die Kohlen. Ja. Okay. Neue Vorräte gibt es dann auch bald. Da sind. Magus, immer noch Magus. Achso. Die bleiben jetzt Magus oder was? Weiß ich nicht. So, jetzt Ermunterung. Achso, das hatten wir schon. Leere Spalt. Erzeuge ein explosives und so weiter. Organische Gegner erleiden möglicherweise Wahnsinn. Das nehmen wir mal. Commander, wir haben die Koordinaten eines schutzlosen UFOs, das in dieser Region gelandet ist. Wenn wir uns beeilen, können wir eine ansehnliche Menge an Vorräten und Ausrüstung aus dem Schiff bergen. Ja, machen wir. Das klingt nach dem Interessantesten, was gerade so zu tun ist. Willst du nicht noch das Geld vorher holen? Aber wenn ich ignorieren klicke, das geht immer nicht. Oder? Ich weiß es nicht. Ja, wir können auch hinfliegen. Ja, das sieht tatsächlich so aus. Wow. 9 Gegner. Okay, sicher das ausgeschaltete UFO. Ist ja witzig, ja. Okay, wir haben einen Andromedon. Einen Schildträger, einen Soldaten, Archon, Viper mal wieder,
Torwächter und Lanzenträger. Das heißt, wir haben mit Torwächter und Andromedon haben wir zwei mechanische. Und ansonsten ist das alles organisch. Oder? Das heißt, wir könnten mal sowas wie Gasgranaten, Brandgranaten oder sowas mitnehmen. Organgranaten. Alles, was gegen organisch gut ist. Ja. Ja, hervorragend. Genau, die Blue Screen Geschoss und die EMP, oder zumindest die EMP-Granate kann mal zu Hause bleiben, von mir aus. Weiß ich nicht genau. Und die Gefechtsscanner nicht vergessen. Die Gefechtsscanner nicht vergessen. Setze Kurs auf Sektor 7. Die nehmen wir direkt statt der EMP-Granate. Sehr gut. Macht das Sinn? Weiß ich nicht. Okay, ich würde sagen aber, das überlasse ich Alex dann in der nächsten Folge. Der darf dann in den Einsatz starten und auch ein bisschen noch versuchen. Sehr schwer. Da freue ich mich schon, was du wohl tun wirst. Ja, ich bin gespannt. Ja. Dann mach die Bredouille und du musst da raus. So machen wir es. Super, dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.